Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Wenn das Spiel laden würde, gut. Ja, in der letzten Folge, weiß halt überhaupt der sechste Part im Alicia DLC, weiß ich jetzt nicht mehr, schon wieder eine andere Aufnahmesession. Und ja, wir haben in der letzten Folge den Schmelztiegel der Bosheit hier gemacht. Und ja, haben wir sogar geschafft, obwohl er, ehrlich gesagt, verdammt schwer war. Und wir machen uns weiter jetzt. Hierhin nehme ich an, auf dem Weg. Ich muss, glaube ich, ein paar Heil-Items kaufen. Sind mir wieder ausgegangen. Und hoffentlich finden wir mal endlich Surrey, welcher ja eigentlich schon längst auftauchen sollte. Laut Rose. Oh, das ist nur hinter der Höhle, ja. Und dann noch hinter dem Berg und was weiß ich. Schon eine Weile her. So. Ach, ich kann da gar nicht hin. Oder? Sieht aber so aus. Ja. Erstmal da eingehen. Warte mal, wo komme ich? Ach, von da bin ich gekommen. Das kommt davon, wenn man nach einer Woche wieder erst spielt. Gut. Ich habe den Shop im Auge. Und ich will. Ich trinke des Lebens, weiß nicht, was jetzt. Was? Oh, der Mophe, okay. Ah. Welche Level seid ihr? 110, ja, geil. Obwohl, ich bin ja auch in Level 110 ungefähr, ne? Bin schon vollkommen draußen aus dem Spiel. Ich habe oft nichts gemacht und so, weil irgendwie trainieren und so geht nicht. Ich habe keine Wahl irgendwie zu trainieren. Warum bin ich schon wieder mit Team wurde schon wieder geändert? Soll es mit Layla ich verbinden und nicht mit Edna? Warum klopfen wir noch mit Edna? Da gib mir Edna, danke. Bin ich direkt wieder verwandt. Alter. Meine Kämpfe letztes Mal auch so schwer? Nein, Edna. Da kann ich dich verbinden. Oh, knapp. Oh mein Gott. Ja, der Finsternis. Irgendwie habe ich mir gedacht. Würden wir beobachtet? Stimmt das so grammatisch? Okay, und es gibt noch. Rose ist frustriert. Okay. Erstmal hier kaufen. Dann sagt mir, du hast noch das Level, okay. So, du hast Waffen. Wow. Ich habe beide noch nicht, also wer damit. Nicht allein nicht belohnt Gummi. Ich habe eine Menge Geld aus dem Fenster geworfen. Ich bin kurz davor, Dingen hochzuleveln. Irgendwas verkaufen. Da ziehen wir jetzt eiskalt durch. So, 168 Artangriff. 174. Warum wird das als Schwäche angezeigt? So, du hast aber sehr viele Einsätze für Arzt mal 2. Weißt du, dass ich du jetzt mehr Dingens verbrauchen oder was? Gefällt mir jetzt aber nicht so. Okay. Der Pferd hat Feuerschaden erhöht. Vielleicht sollte ich doch zu Layla wechseln. Apropos. Weiß nicht, warum das Spiel andauernd ändert.
es geht. Rose ist frustriert. よく普通。あれは焦ってるのよ。はい。心配ですが、あなたロゼさんは無茶をしますから。 Sie will uns töten. Ja, du. Tu mal ein paar Sachen hier von mir nehmen. Statt ich dich auflevel zu einem höheren Level. Das Problem ist, ich habe die jetzt markiert. Deswegen weiß ich nicht. Machen wir mal meinen alten Trick hier. Apfel, Pfirsich, Trauben. Mal sehen, wie ich die Läden immer auflevel. Genauso. Läden aufleveln. Einfach gemacht. Ist aber dann das Maximallevel, merke ich gerade. So, jetzt noch einmal verkaufen. Und Maximum. Dein Lernrang ist jetzt Familie Goyle. Ich habe einen Shop voll Möhre aufgeballert. Kann aber nichts Neues kaufen jetzt, ne? Wissen wir doch, wenn ich irgendwas bekommen würde, aber nein. Ja, wieder voll gehalten. Nö, gut, weiter. Noch ein Speicherpunkt, meine Güte. So viele Speicherpunkte. Und neue Musik. Okay. Bäh. So, Gefühl, ich werde Game Over gehen. Normalen Monster sind ja schon viel zu stark. Ich bekomme keine Erfahrungspunkte, also werde ich irgendwie nicht stärker. Also ich bekomme ich deutlich viel Erfahrungspunkte. Welchen Schwierigkeitsgrad habe ich denn? Schwer, gut. Ich muss schon sagen. Komm, nein. Silberner Schlüssel. Ein Schlüssel für silberne Schatzraum. Bestimmte Truhen. Okay. Weil ich den verpasst hätte oder was? Da, was ist das hier? Immer noch ein. Stimmt, falls man irgendwie verpasst hätte, ne? So, jetzt zieh aber auch mehr ab. Alicia, Mädchen. Feuerangriff, den Feuerangriff. Ich hab gar keinen Angriff, der Feuerangriff macht, ne? Dass die Lanze irgendwie ein bisschen nutzlos macht. Ich level seit ihr 80, wat? Was soll denn das schon wieder? 52 Erfahrungspunkte. Wird gar nicht wert. Da bist du neu. Nebelpuppenspieler 116. Was zum? Warum sind die Level so komisch verteilt? Ich mich eigentlich teleportieren nach Plastonbell und so. Ich glaube, ich sollte mal meine SK wieder hochheilen. Da ist ein Feuerangriff. Wisst ihr, was jetzt zu tun ist, ne? Feuer. Feuer. Boah, ich habe gerade gesagt, dass ich Layla dann als Partnerin haben sollte, um meine Feuerangriff zu stärken. Dann ist mir aufgefallen, ich kann mich noch gar nicht mit Layla verbinden, mit Alicia. Geil, ne? Ja, voll geil. Irgendwie ist es sicher, wenn Edna bei mir ist. Damit Rose sich nicht die ganze Zeit mit der verbindet. Dann haben wir eine Heilerin, die es wenigstens bringt. Oh Gott. Ja, Gott, zaubern, geil. Satt. Und den. Und den. Wurf.
Dauernde Erfahrungspunkte, okay. Ich muss mal kurz mal gucken. Nein, wohl, das auch. Das ist noch in Ordnung. Wollte jetzt noch gucken. Ach ja. Wie gesagt, Level 30 ist das Maximum. Da hat sich schon alles. Dann kann ich Snack zur Bereitung machen. Damit ich wieder Sachen zum Verkaufen, nicht zum Verkaufen, zum Anbieten ab. Meine Herrscher des Landes. Ja. Hallo, na? Lava Atlas. Mal kurz gucken. Verteidigung hast du weniger und niemand sagt was zu dir, okay? Also irgendwie so Tipps so. Nein, ich hab mich. Kannst du nach Dämonenzahn nichts weiteres machen? Wir werden hier von voll viel Magie gauen. Ihr fällt jetzt erst auf, sie kann nicht drei Angriffe hintereinander machen. Ihren Dingens Angriffen, ihren seraphischen Arzt, nenne ich seraphischen Arzt, Kriegsarzt, glaube ich. Ja, auch nicht. Wisst schon. Diesen komischen Sprung und so, den ich mache, ich weiß nicht. Ich könnte ja sagen, die Angriffe auf Kreis, aber ich habe ja, glaube ich, umgestellt. Normalerweise sind die auf X, die Angriffe. Ich habe auf Kreis eingestellt, weil da normalerweise die ganzen, sag mal, speziellen Arts sind. Oder Arts an sich in anderen Tales aufspielen. Deswegen, wenn ich jetzt sage, die Angriffe auf Kreis, dann denkt jeder diese normalen Kombo-Angriffe. Doppelma. Noch ein goldener Schlüssel. Den Fall, dass ich den verpasst hätte. Na, gucken wir mal. Ich habe mir außerdem vorgenommen, jetzt immer wenn ich aufnehme, egal welches Projekt, dass ich jetzt so 25 Minuten, außer bei meinen Sonntagsprojekten, was in diesem Fall jetzt gerade Dead or Alive 5 ist. Last Round? Nein! Techniker, was? Für mich habe ich noch nicht gekämpft. Ja. Aber ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund, weiß nicht wieso, dauert ein 30-Minuten-Part sehr viel länger, als wenn ich 25-Minuten-Part oder weniger renne. Entschuldigung. Weiß nicht, woran das liegt. 25 Minuten, weiß ich nicht. Wie lange dauert das? Stunde? Weniger. Ui. Ein 30 Minuten Part dauert, weiß ich nicht. Ich habe 2 Stunden. Weiß nicht, woran das liegt. Deswegen mache ich jetzt 25 Minuten immer. Also ja, die Parts werden ab jetzt immer kürzer. Bei jedem Projekt, auch bei Fallout jetzt. Bei ihr tue ich sowieso, glaube ich, mal ein bisschen kürzer machen. Nein, die erreicht mich wieder. Boah. Ein Techniker. Warum meinst du Techniker? Das ist eine verdammte Medusa-Schlange. Kopf. Viech. So. Oh, das war Gold. Also wenn ich die Silber- und Goldschüsse nicht bekommen hätte im Hauptspiel, dann weiß ich nicht. Hätte ich aus dem DLC einfach rauskommen können. Und dann wäre ich mit einem Schlüssel rausgekommen aus dem DLC. Ich glaube, die Sachen, die ich hier nehme, finde, kann ich auch im Hauptspiel wieder nehmen. Ich wollte schon sagen. Oh, viele Truhen. Da kann ja irgendwo so ein Golem drin sein, so ein Titan. Damit ich so ein paar Erfahrungspunkte bekomme. Ich habe hier SA-Erhöhung um Ausweichen plus 16%.
Täuben, ja. Täuben, wie kommt das im Vergleich zu Ausweichen? Ja, Ausweichen tun die Charakter immer automatisch, muss man gar nichts machen. Ne? Was manchmal nervig ist, wenn man einen Kampf absichtlich verlieren will. Aber man kann irgendwie nicht zum Hauptmenü gehen, wenn man Start drückt oder so. Das haben sie irgendwie, weiß ich nicht, komisch gemacht. Ja, das haben sie versemmelt. Ich sag jetzt gerade aus. Das haben sie versemmelt. Man sollte eine Möglichkeit haben, aus einem Kampf irgendwie rauszukommen. Wenn man eindeutig Probleme hat zu sterben. Ja, geil. Ma. Ja, bei solchen Sachen frage ich mich immer, warum haben sie das einprogrammiert und Edna war betäubt und ist nach hinten gelaufen. Was? Warum haben wir jetzt hier einprogrammiert? Die haben extra eine Tür gemacht, die man aufmachen muss. Weil ist dahinter gar nichts. Solche Auswahlen zu Programmierung verstehe ich nie. Warum hat man sich die Mühe gemacht zu programmieren? Verstehe nicht. Ja, irgendwie ein Programmierer vergessen, eine Schatztruhe hinterzupacken oder was? Bei Fallout auch irgendwie so, aber da kann ich das verstehen. Manchmal öffnest du eine Tür und da ist auch nichts Besonderes, aber kommt auf an, wie man spielt. Können zum Beispiel Gegenstände drin sein, kein Schwein eigentlich braucht, aber einige Leute können was damit anfangen. Also da ist wirklich nichts. Das ist Verschwendung. Verschwendung! So. Hier mal zur Erklärung. Diese Angriffe hier habe ich auf Kreis. Weil ich jetzt gewohnt bin, die Arts auf Kreis zu drücken, zu machen. Und diese Angriffe sind auf X. Den normalen Angriffe, wie ich sie nenne. Weiß ja, da ist ein Kriegsarzt, ein verborgener Arzt und so, aber nee, nicht. Bisschen blöd erklärt. Und eigentlich ist das andersrum. Normalerweise ist der Angriff hier auf X, der Angriff ist auf Kreis. Aber ich habe das umgestellt. Also mal zur Info. Na, 140 Parts. Wie viele Parts sind das jetzt schon? Ich glaube, bei den Japanern ist das aber so gewesen. Na, nein. Okay. Ich glaube, bei den Japanern ist irgendwie Kreis. Das ist mir, glaube ich, mal aufgefallen. Ich habe auch so ein paar japanische Spiele schon mal gespielt. Und bei einigen sind so, dass auf Kreis bestätigen und X Abbruch ist. Das ist mir bei einigen älteren Spielen so aufgefallen. Warum ist das so? Geht weg. Wir haben übrigens gerade Ostern. Geil, wa? Und wir haben nichts geplant. Also, was soll ich am Ostern planen? Schmeiße Eier an den Wänden von anderen Leuten. Ab hier um 2 erhöht, jawohl, wir haben das Maximum. Alter, mein Team-Montur. Glaube ich, nur halbwegs aktuell, oder? Ja. Aber auch nicht mehr so. So, wow, cool. Jetzt haben wir mit ihr alle Sachen schon. Was brauche ich denn mehr? Geld oder Snacks? Ich glaube, Snacks, ne? Snacks. Mit Snacks gebe ich immer meinen Herrscher des Landes. Also, Geld ist nicht so bedeutend in dem Spiel. Wirklich nicht. Na gut, Edna hat schon mal alles gelernt. Gutes Mädchen. Was, also sie kann da irgendeine lernen, irgendeine Fähigkeit so im Nachhinein. So wie Layla. Konnte ja auch Normensuche irgendwann lernen. Vielleicht kann sie ja Gesundheitsherstellung herstellen. Was irgendwie Sinn macht, weil sie mehr so die Heilerrolle ist in der Truppe. Boah.
den Charakter gewechselt. Nö. So, da glaube ich. Nee, okay. Du erreichst mich schon wieder. So, erreicht die Tür. Ach ne. Entschuldige mich mal. Sie ist schon weggesprungen. Sie schwebt jetzt auf ewig in der Luft, weil niemand da ist, den sie anspringen konnte. Oh, ist irgendwie nicht viel passiert in diesem Part. Ja, ich bin schon verwirrt wieder. Wo war ich schon? Wo nicht? War ich hier so in der Ecke? Ich gehe da nochmal hin. Muss halt die nächsten 3-4 Minuten machen. Ja, wie gesagt, kürzer Parts und so jetzt. Kann ich auch mehr Parts auf einmal aufnehmen, wenn ich immer 5 Minuten spare. Die Tür ist noch zu, was? Geht denn das? Mit diesen Sackgassen ist überhaupt nichts. Kein Kraut, keine Truhe. Da ist eine Sackgasse. Wie, da ist nichts. Okay. Erzähl nichts gewesen wäre, ne? Schon wieder totale Zeitverschwendung und schon wieder ein Band des Kosmos. Wer braucht denn so viel Kosmos? Er braucht denn so viel kosmische Energie aus den Charakteren von Saint Seiya? Ist doch nicht normal. Das war ich aber überall, ne? Ja, ich frag euch. So, bitte lass da irgendwo ein Speicherpunkt sein. Ich habe da glaube ich keinen gesehen. Aber lass noch mal gucken. Da war ich noch nicht. Glaube ich. Ja, warte mal, da war die Tür, wo nichts drin da war, ne? Ah, okay. Ne. Gut, dann weiter. Nee, kein Speicherpunkt. Aber hinter der Tür ist einer, ne? Komm schon. Hinter der Tür ist einer, ne? Nee. Aber wenn ich da oben lande, dann ist da ein Speicherpunkt, ne? Drecks bist verflucht. Meine Güte, immer wenn ich einen brauche, ne? Ist er nicht zu finden, das ist nicht wahr. Es ist ein Boah. Wir blöden Viecher, wir sind schneller als ich. Kann ich irgendjemand so eine Dings haben, so eine Fähigkeit, womit ich schneller laufen kann? Das wäre geil. Wir haben auch mit dem Herrscher des Landeseffekt. Ich die schnellste Maus von Mexiko. Ja, ich habe den Speicherpunkt werde ich nicht erreichen, der wahrscheinlich am Ende hier irgendwo ist, ne? Was soll's? Mag es ja nicht, wenn ich Part beenden muss und nicht speichern konnte. Regt mich auf, es regt mich auf. Könnte ich spucken. Vielleicht erreiche ich den ja noch. Vielleicht ist ein Speicherpunkt in der Truhe drin, ne? Geerdete Schuhe, ja, du mir auch. Adamantin-Dolch. Adamantin-Dolch, keine Ahnung. Und 60.000 Gold. Ja, ich krieg genug Geld wieder zurück. Und scheiß auf Geldpfund für die 200, 300 Dinger, die ich bekomme. Wenn überhaupt. Ich bekomme ich nur irgendwo 50 oder so. Und vielleicht ist da irgendwo ein Speicherpunkt noch. Ich gehe mal da hoch. Ganz schnell. Ja, ich habe ja Glück. Oh, nee. Du frisst jetzt schon wieder die ganze Zeit weg. Wahrscheinlich kommt auch da ein Skit oder irgendwie so was, ne? Das sieht doch schon nach Bosskampf aus. Deswegen beende ich den Part jetzt hier. Und wir sehen uns halt in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.